Oh, herzlich willkommen, seid herzlich gegrüßt zu unserem heutigen Mittwoch-Gratis-Webinar. Könnt ihr mich sehen und hören? Alles klar, dem scheint so zu sein. Kannst ruhig du sagen, Doreen? Ich sag's einfach auch. Wir sind doch One Generation, wir sind doch alle hier Anfang 30, nicht wahr? So. Genau, ich habe euch Unterlagen hochgeladen zu dem, was wir heute machen, nämlich heute dreht es sich um die außerbilanziellen Korrekturen. Ich habe außerdem das Klausurenskript kommt demnächst. Ich habe es seit Jahren angekündigt. Jetzt ist es endlich live. Das Ding wird morgen, denke ich, geliefert. Und zwar ein Klausurenskript, 9 Klausuren von mir, ne? Also auf Prüfungsniveau, auf IHK-Prüfungsniveau. Und das Ganze als ja, willkommene Klausurvorbereitung, dann um sein Niveau zu checken und so weiter. Da mache ich Videos dann noch dazu, die habe ich bereits auch veröffentlicht. 3 Stück habe ich bei YouTube rausgebracht. Dazu, wer also in meinem Kanal die letzten 3 Videos sieht, der sieht, wie ich da die Klausuraufgaben aus Gewerbesteuer, Lohnsteuer und Buchführung nach Handelsrecht und Steuerrecht dort ein wenig erzähle. So, das ist die erste Werbeeinblendung, ne? Und die zweite Werbeeinblendung, ich werde es so machen, dass ich für die Abonnenten, entweder also die Abonnenten hier für meine Online-Kurse oder meine Webinare, zusätzlich noch eine Sprechstunde mache, eine wöchentliche Sprechstunde. Wer also da demnächst überlegt, das Abo abzuschließen, den werde ich wöchentlich hier auf den Wecker gehen, auf die Nerven gehen. Mit allem Möglichen. Da dürfen eure Fragen gestellt werden und natürlich werde ich dann noch ein bisschen erzählen, was gerade hier gelernt werden sollte, damit ihr entsprechend da termingerecht für März bzw. September 2022 da fit werdet. Ne? Das als zweite Werbeeinblendung. Ansonsten habe ich nichts. Nö, nö. Ich werde außerdem noch Fachwebinare machen. Fachwebinare machen, die ich hier im Dezember und Januar dann durchgehen werde. Dezember, Januar, Februar, Fachwebinare für die Klausuren im März. Das kommt also dann auch noch rein. Dritte Werbeeinblendung. Sehr schön. Cool. So, wo kommt ihr her? Wo kommt ihr her? Also, Hamburg und Bremen wurde schon gesagt. Die Sandy, du bist Bibu International, oder? Wer ist Bibu International und wer ist Bibu? Svenja aus Köln, sei herzlich gegrüßt. Oder bist du in Göttingen gerade? Ich kenne euch doch hier. Ebru aus Nürnberg. Jo, 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 ich kenne euch doch. Bam, bam, bam. Bibu, Bad Hersfeld. Ja, alles klar. Sehr schön, sehr schön. Bibu International, die Anna. Den Bibu International sei natürlich mein Webinar am Wochenende empfohlen für Klausur 2. Klausur 1 lief letztes Wochenende und Klausur 2 läuft jetzt dieses Wochenende, damit ihr da fit seid für nächste Woche. Und außerdem für Bibu International heute um 19 Uhr dann die Konzernrechnungslegung. So. Hört mich noch jemand doppelt außer der Svenja? Wer hört mich doppelt? Okay, dann Svenja, liegt es an dir. Das heißt aber, Svenja, dass du einfach mal die URL neu laden müsstest. Einfach mal die URL neu laden, damit du mich nur einmal hörst. Wär ja blöd. So, und außerdem, wer Bock hat, heute um 19 Uhr, da mache ich die Kapitalkonsolidierung, beziehungsweise ich werde zunächst einen Überblick geben über die Konsolidierung generell, über die Konzernrechnungslegung, was auch für den BIBU national nicht uninteressant sein könnte, ne? Also ich werde sehr viel Überblick machen, das heißt heute um 19 Uhr, wer da Bock hat, es wäre nicht uninteressant, es wäre nicht uninteressant, ist eher ein Randthema. Aber auch nicht auszuschließen und kam immer mal wieder dran, die Konzernrechnungslegung auch beim Bilanzbuchhalter national. So, alles klar. Alles klar.
Sehr schön. So, dann wollen wir mal loslegen. Und zwar habe ich ja hier eine Kleinigkeit euch hochgeladen. Wollen wir mal schauen. Wollen wir mal schauen. Bilanzbuchhalter. Schemata steuern. So. Und zwar würde ich ganz gerne über die Körperschaftsteuer plaudern. Mein Schema zur Körperschaftsteuer habe ich euch hochgeladen. Und wer es nicht im Seminarraum gefunden hat, ich habe auch den Link hier hochgeladen vor 5 Minuten. So, darüber plaudern wir heute. Darüber plaudern wir heute. Alles mega mordsmäßig klausurrelevant. Wer geht jetzt eigentlich im März rein von dem BIBU National? Die BIBU International gehe ich davon aus, gehen jetzt rein, also nächste Woche. Und wer von den BIBU National geht jetzt im März rein? Die Henriette geht jetzt rein. Ja. Alles klar. Cool. Also keiner im September, obwohl doch, eine kenne ich, die im September 2022 reingeht. Ne? So. Allora. Wir haben Folgendes. Das da müsst ihr drauf haben, nämlich in der Körperschaftsteuer und im Bereich Körperschaftsteuer ist das hier das 85% Thema. Es gibt ein Thema, was mit 85% Wahrscheinlichkeit drankommt, und das ist das hier. Mit 85%iger Wahrscheinlichkeit ist das, was aus der Körperschaftsteuer drankommt, das, was hier auf einer Seite so steht. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wo sind die anderen 15%? Das ist das Thema des körperschaftsteuerlichen Einlagekontos. Das körperschaftsteuerliche Einlagekonto, nicht wahr? Das ist auch relevant, aber eben nicht so relevant, wie das zu versteuernde Einkommen hier relevant ist. Also das zu versteuernde Einkommen wird auch gerne abgefragt, aber deutlich seltener. So, wir haben unterschiedliche Gewinngrößen. Zum einen den Jahresüberschuss nach Handelsrecht. Zum anderen den Jahresüberschuss nach Steuerrecht. Ich möchte nicht sagen Jahresüberschuss nach Handelsbilanz und Jahresüberschuss nach Steuerbilanz, weil die Bilanz ja nicht die Aufgabe hat, den Jahresüberschuss zu erstellen. Das ist ja vielmehr die Gewinn- und Verlustrechnung, die diese Aufgabe hat. Aber insofern ist das etwas genauer. Wer aber sagt, Jahresüberschuss nach Handelsbilanz oder Steuerbilanz, der ist, das passt. Das passt schon. Das ist also die zweite Gewinngröße. Meistens geht man vom Jahresüberschuss nach Handelsrecht aus. Sehr selten sogar startet man beim Bilanzgewinn. Und dann muss man eben den Weg vom Bilanzgewinn gehen über den Jahresüberschuss nach Handelsrecht, den Jahresüberschuss nach Steuerrecht, dann zum zu versteuernden Einkommen. Dann zum zu versteuernden Einkommen und zwar hier. So. Ne? Und der Witz ist, der Unterschied zwischen handelsrechtlichem Jahresüberschuss und steuerrechtlichem Jahresüberschuss sind die innerbilanziellen Korrekturen, die ausschließlich nach dem ESTG hier erscheinen. Ausschließlich einkommensteuerlich sind die innerbilanziellen Korrekturen hier zu verstehen. Und zwar so, dass man hier sagt, von der einen Bilanz zur anderen Bilanz. Deshalb das Wort innerbilanziell. Man rechnet von der einen Bilanz zur anderen Bilanz. Man rechnet aber nicht außerhalb der Bilanzenwelt. Das heißt, die innerbilanziellen Korrekturen, das grün markierte, ist innerhalb der Bilanzenwelt. Und die außerbilanziellen Korrekturen, das türkisfarbene, ist außerhalb der Bilanzenwelt. Und die können aus dem KSTG, aber auch aus dem ESTG kommen. Das heißt, aus dem Einkommensteuergesetz kann beides kommen. Da kann beides kommen. Tanja, privet, dobry wieczór, guten Abend. Bitte mal die URL laden, Tanja, dann siehst du es besser. So, gut. Ne? Also innerbilanzielle Korrekturen innerhalb der Bilanzenwelt, von der einen Bilanz zur anderen Bilanz. Außerbilanzielle Korrekturen, was heute das Thema sein soll, außerhalb der Bilanz. Und die Bauernregel dazu ist, zu den innerbilanziellen Korrekturen gibt es Buchungssätze, zu den außerbilanziellen Korrekturen gibt es keine Buchungssätze, weil das nicht mehr Teil der Bilanz dann eben ist. So,
Und die außerbilanziellen Korrekturen, die wollen wir uns mal heute angucken. Das sind die Geschenkaufwendungen zum einen. Ja, ich möchte mal das Ganze nach Klausurrelevanz hier einordnen. Also immer drankommend sind natürlich diese Sachen, sind natürlich die steuerlichen Vorauszahlungen, weil die ja immer geleistet werden. Es wird ja immer irgendwie eine Körperschaftssteuer vorausgezahlt und ein Solidaritätszuschlag. Und handelsrechtlich werden die natürlich auch, weil es ja handelsrechtlich richtig ist, auch als Aufwand dann behandelt. Und insofern reduzieren sie den Jahresüberschuss nach Handelsrecht. So, sie müssen aber hinzugerechnet werden zunächst einmal, um die richtige Bemessungsgrundlage zu kalkulieren für die Steuer, für die Körperschaftssteuer. Das heißt, sie werden hinzugerechnet, dann wird die richtige Bemessungsgrundlage kalkuliert, nämlich das zu versteuernde Einkommen, das hier, um dann das mit 15% zu multiplizieren, um dann zu sagen, okay, müssen wir noch was nachzahlen an Körperschaftssteuer oder kriegen wir sogar Körperschaftssteuer zurück? Das ist also dann hier die Frage. Das heißt, die Steuervorauszahlung und ihre Hinzurechnung, ihre außerbilanzielle Korrektur, ist eher eine mathematische Sache, nicht eine wirtschaftspolitische Geschichte, wo der Gesetzgeber irgendwie gemein war und sagt, nee, das muss hier hinzugerechnet werden, sondern das ist rein mathematisch bedingt. So, die steuerlichen Vorauszahlungen kommen also immer dran und sind aber auch relativ leicht. Wobei, naja, der Teufel steckt natürlich im Detail. Gehen wir mal bitte rein in den Paragraphen 10 Nummer 2 KStG. So, ich hoffe, ihr habt das Gesetz alle am Start. Paragraph 10 Nummer 2 Körperschaftsteuergesetz. Wie fühlt ihr euch eigentlich? Was geht ab? Deutschland kriegt eine neue Regierung demnächst. Aufbruch spüren manche, andere nicht. Aber das ist immer so. Die politischen Geschmäcker sind natürlich unterschiedlich. So, nicht abziehbare Aufwendungen, Paragraph 10 Nummer 2. Da stehen Steuern vom Einkommen und sonstige Personensteuern. Was sind das denn? Was sind denn Steuern vom Einkommen und sonstige Personensteuern? Bitte mal in den Chat schreiben. Was ist hiermit gemeint mit den Steuern vom Einkommen? Einkommen, Steuern vom Einkommen und Ertrag. Ne? Ja, aber Nathalie, das ist zwar richtig, aber genau, ne, die einzelnen Namen, die sind noch wichtig. Also das ist die Körperschaftssteuer, du hast da ein S zu viel. Das ist Fliegendreck. Das S muss weg. Körperschaftssteuer. Einkommensteuer, Hundesteuer. Naja, bei der Hundesteuer läuft man nicht Gefahr, ein S zu viel zu schreiben. Kapitalertragsteuer, ne? ohne S. So, und sowohl die Körperschaftssteuer als auch die Einkommensteuer sind Steuern vom Einkommen, aber die Einkommensteuer ist zwar eine Steuer vom Einkommen, ist aber nicht hier gemeint. Weil das Körperschaftssteuergesetz ja nicht für natürliche Personen gilt, sondern die Steuer vom Einkommen, es gibt zwei große Steuern vom Einkommen. Das eine für natürliche Personen, so Menschen aus Fleisch und Blut, so wie wir, und juristische Personen, die haben auch eine Steuer vom Einkommen und die nennt sich Körperschaftssteuer. Deshalb ist die Körperschaftssteuer eine Steuer vom Einkommen. Weitere Steuern vom Einkommen, die hier gemeint sind. Die Einkommensteuer war also nicht gemeint hier. Was sind weitere Steuern vom Einkommen, die hier gemeint sind? Ja, Kapitalertragsteuer, ja, doch, durchaus. Ne? Als Vorauszahlung dann auf die Körperschaftssteuer. Und natürlich der Solidaritätszuschlag als Annexsteuer, als Zuschlagsteuer auf die Körperschaftssteuer. Als Blinddarmsteuer, ne, als Annexsteuer. Sehr schön. Die Lohnsteuer für Mitarbeiter des Unternehmens ist zwar auch eine Steuer vom Einkommen, aber für die Mitarbeiter und nicht eine Steuer vom eigenen Einkommen. Das heißt, dort ist gemeint Steuern vom Einkommen, gemeint ist Steuern vom eigenen Einkommen. Ein kleiner Tipp für all die, die im März reingehen und vorhaben, noch mehr Webinare mit mir zu machen und bei mir zu machen. Kleiner Tipp von mir, kauft euch dieses Buch einfach nochmal doppelt, sodass ihr zwei von diesen Büchern habt. Warum?
weil ihr dann in dem einen Buch richtig rumschmieren und rumsauen könnt. Ne? Alles, was ich so an Tipps raushaue, so wie das zum Beispiel Steuern vom eigenen Einkommen, das könnt ihr dann säuberlich da reinschreiben in euer Buch, was ihr nicht mitnehmt in die Klausur. Also jedenfalls nicht offiziell. Ne? So vielleicht unter den Tisch. Das war ein Witz. Ich möchte nicht aufgerufen haben zum Fuschen. Ne? Also dann habt ihr nämlich ein Buch, was relativ jungfräulich ihr mitnehmt, relativ, und das andere Buch, was dann halt voll ist mit irgendwelchen Notizen, aber das ist ja auch gut so. Das heißt, das Buch sich doppelt kaufen. Solltet ihr noch mehr Webinare bei mir machen wollen, dann das wäre mein kleiner Tipp. So, die Lohnsteuer ist eine spezielle Erhebungsform der Einkommensteuer, ganz genau. Ja, ja. Sehr gut, Doreen, sehr gut. So muss das sein. So muss das sein. Ich mache nämlich Fachwebinare zum einen, also für die einzelnen Fächer, und Klausurwebinare dann im März, kurz vor der Klausur, wo es nochmal richtig zur Sache geht hier. So, genau, das sind also die Steuervorauszahlungen. Sehr wichtig auch sind natürlich die Geschenkaufwendungen und die Bewirtungsaufwendungen. Geschenkaufwendungen, wie ist das mit der Hinzurechnungspflicht? Wann muss man die Geschenkaufwendungen hinzurechnen? Und da muss man total aufpassen auf das, was man sagt. Schon das erste Wort, nämlich sofern und soweit. Ne? Sofern ist wenn und bedeutet eine freie Grenze. Und soweit ist ein freier Betrag und bedeutet nur den überschießenden Betrag. Und hier ist ein, ja, die Nathalie sagt ab. Und das heißt, aber insbesondere, Paragraph 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 ESTG, das heißt, hier steht sofern, ne? Im Gesetz müsste sofern oder wenn stehen. Und das heißt freie Grenze. Kleine Lombersche Bauernregel, sofern gleich wenn. Molit, ich grüße dich. Wir haben schon mal angefangen. So. Paragraph 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 ESTG. So, wo sind wir? Dort. Bla bla bla. Ach guck, ja, da steht ein wenn. Genau. Wenn heißt sofern und bedeutet freie Grenze und freier Betrag ist soweit und nur den überschießenden Teil bedeutend. So, und wenn 35 Euro überschritten wird, dann darf man das hier komplett nicht als abzugsfähige Betriebsausgabe gelten lassen. Wichtig, auch bei 38 Euro, auch bei 40 Euro ist es eine Betriebsausgabe, aber nicht eine abzugsfähige Betriebsausgabe. Das ist dann nochmal ein kleiner Unterschied bei Geschenkaufwendungen. Bewirtungsaufwendungen, wie ist das dort? Wie ist das mit Bewirtungsaufwendungen? Wann sind die abzugsfähig und wann sind sie nicht abzugsfähig? Eieieiei. Jetzt geht's ab. Bewirtungsaufwand. So, Batsch. Da will jemand mich erreichen, darf aber nicht. 30% sind nicht abzugsfähig. Ja, 70% sind abzugsfähig und 30% sind nicht abzugsfähig, wenn zusätzlich noch eine weitere Voraussetzung gilt. Das muss man hier sagen. Es muss noch eine weitere Voraussetzung erfüllt sein. Und das ist die Angemessenheit. Nämlich Bewirtungsaufwendungen, sofern sie angemessen sind, werden in 70-30 unterteilt. Ne? Und die geschäftliche Veranlassung sowieso. Das ist ja sowieso so, die geschäftliche Veranlassung. Aber insbesondere müssen sie angemessen sein. Und wenn sie angemessen sind, dann werden sie weiterhin unterteilt hier in 70% abzugsfähig und 30% nicht abzugsfähig. Und dann muss das eben hier hinzugerechnet werden. So, da handelsrechtlich das eine Aufwendung aber ist,
bitte nicht sagen, handelsrechtlich ist es eine Betriebsausgabe, weil das Wort Betriebsausgabe sowieso ja nur steuerrechtlich überhaupt existiert. Handelsrechtlich ist es eine Aufwendung und muss steuerrechtlich, speziell körperschaftsteuerrechtlich oder bereits einkommensteuerrechtlich, aber hinzugerechnet werden im Rahmen und in Höhe von 30%. Genau, woran erkenne ich, ob dieses angemessen ist? Und hier habe ich ein Beispiel, vielleicht der mich meine Kurse schon kennt, weiß, was jetzt kommt. Eine ganz große Sauerei, nämlich vier Jungs, die, kannst du, Annemarie, kannst du, die ein geschäftliches Essen tätigen im Hotel Atlantik in Hamburg. Ne? Wer das Atlantik kennt, in Hamburg, da wo Lindenberg wohnt, da kann man super essen und hin und her. Man geht also richtig futtern mit vier Geschäftspartnern und die Zeche zahlt der Gastgeber und alles super. Das Ganze muss dann halt zu 30% hinzugerechnet werden, aber das ist ja auch okay. So, jetzt fahren diese Geschäftspartner aber dann noch 3 Kilometer mit dem Taxi auf der Reeperbahn und lassen es dort richtig krachen. Und ihr fürchtet schon, was jetzt kommt. Sie gehen nämlich ins Café Erdbeermund, ne, und präsentieren dem Finanzamt eine Rechnung über 2.000 Euro. Da steht drauf Champagner. Tja, auch das Finanzamt ist nicht doof und weiß sehr wohl, was da gelaufen ist. Nämlich, dass man nicht nur Champagner konsumiert hat, sondern noch diverse andere Dienstleistungen. Und das ist nicht angemessen. Das ist, Nathalie, nicht angemessen. Jetzt könnte man das noch groß diskutieren, warum nicht? Es ist doch zum Einfädeln von Geschäftsbeziehungen ganz wichtig und so weiter, aber diese Diskussion, die führt zu weit. Ne? So, und genau, aber trotzdem ist ja deine Frage sehr berechtigt, warum das eine, warum das andere nicht. Die Gemeinheit der billig denkenden Menschen, ob die das für angemessen hält, das ist entscheidend. Und der Barbesuch im Puff ist es nicht. So, fertig. Gab es nicht die Möglichkeit, die Versteuerung bei der Geschenkausgabe beim Geschenkgeber? Ich weiß, dass es da was gab. Irgendwas gab es da, aber nee, ich weiß trotzdem nicht, was du meinst. Ich weiß trotzdem nicht, was du meinst. Wenn es dir noch einfällt, sag noch mal Bescheid. Die Pauschalversteuerung. Ja. Aber das ist ja eine andere Frage. Das ist ja eine andere Frage hier als der Abzug. Ne? Also tatsächlich der Abzug als Betriebsausgabe und damit die Beteiligung der Allgemeinheit, also der Staates, an diesen Geschenkaufwendungen, der ist eben dann nicht gegeben. Und zwar wenn, nicht so weit, sondern sofern, also wenn hier 35 Euro pro Kalenderjahr und Beschenktem überschritten sind. So, Geschenkaufwendungen und Bewirtungsaufwendungen. Eingeteilt nach der Klausurrelevanz, ultimativ subjektives lombärsches Schema. Dividendenprivileg ist auch immer wieder wichtig. Thema 4. Das Dividendenprivileg. So, und da wollen wir mal gucken. Das Dividendenprivileg, da ist Folgendes. So. Allora. Also, wir haben hier eine AG. Wir nehmen mal die Tanja AG. Tanja, aus welcher Stadt? Ich habe dich zigmal gefragt, war es Regensburg? Die Tanja AG. Ne? So. Schüttet aus an eine andere Unternehmung. Und zwar die Annemarie, der Name ist zu lang. So. Nathalie. Nehmen wir die Nathalie AG. Nathalie AG. Für den Kasten, Annemarie. Ich hatte den Kasten ja schon gemalt. So. Und hier meinetwegen 60%. So. Und an der Nathalie AG ist natürlich die Nathalie als natürliche Person hier beteiligt. Mit 100%. Das heißt 100%. So, und hier wird eine Dividende ausgeschüttet. Eine Dividende wird hier ausgeschüttet. Und wenn jetzt bei der Nathalie AG diese Dividende körperschaftsteuerpflichtig wäre, dann wäre das ja, dann würde die Nathalie AG 15% Steuern zahlen, Körperschaftsteuer zahlen. Und dann aber die Nathalie als empfangende natürliche Person der
Dividende aus der Natalie AG dann auch nochmal besteuert. Und das findet man ungerecht seit der Gerhard-Schröder-Regierung und hat es entsprechend so runtergefahren, dass hier das sogenannte Dividendenprivileg existiert. Das Dividendenprivileg nach § 8b KStG. Dividendenprivileg. Das Dividendenprivileg. So, § 8b Absatz 4 Körperschaftsteuergesetz. Wollen wir uns mal den Paragraphen 8b angucken? Da gibt es den Absatz 1, Absatz 2, Absatz 3, Absatz 4 und Absatz 5. Und das ist nämlich ganz wichtig, die zählen unterschiedlich. Der Absatz 1 und der Absatz 5 gehören zusammen. Zusammen mit dem Absatz 4. Und das ist nämlich für die laufenden Gewinneinkünfte. Laufende Einkünfte, ne, ist hier rot. So, und die einmaligen Einkünfte hingegen, das ist Absatz 2 und Absatz 3, grün. Einmalige Einkünfte. Das müsst ihr unbedingt so unterscheiden und dürft es nicht miteinander verwechseln. Einmalige Einkünfte, Absatz 2 und Absatz 3. Laufende Einkünfte, Absatz 1, Absatz 4, Absatz 5. Der Absatz 1 sagt 100% runter. 100% gehen runter von dem, was man erhält. Und Absatz 5 besagt, nein, nein, 5% gehen wieder rauf. Weil nicht abzugsfähige Betriebsausgabe. Und das bitte auch nicht saldieren miteinander. Mathematisch könnte man ja jetzt sagen, okay, meistens, nicht immer 95%. Aber man macht es nicht. Also man saldiert es nicht, sondern zählt es getrennt auf. Und das Ganze ist auch nur dann richtig, wenn die Beteiligungsquote, Absatz 4, Satz 1 KStG, wenn die Beteiligungsquote größer gleich 10% ist, dann zählt man das so, wie hier geschrieben. Und wenn nicht, dann nicht. Wenn die Beteiligungsquote echt kleiner sein sollte als 10%, also 9,9% schon, dann gilt das Dividendenprivileg nicht. Dann würde, Rechtsfolge, dann würde die Natalie AG volle Dröhnung die Dividende versteuern müssen und die Natalie als natürliche Person hinterher die Dividende der Natalie AG auch nochmal versteuern müssen, was ja aus schon versteuertem Geld auch entsteht. Und insofern wäre das dann eine Doppelbesteuerung. So. Alright. Das ist hier die Idee des Dividendenprivilegs. Das im, was ständig drankommt. Also da habe ich den Eindruck, das ist ständig drankommend. So, Teileinkünfteverfahren ist was anderes. Wenn die empfangende Unternehmung eine Kapitalgesellschaft ist, möglicherweise Dividendenprivileg, sofern die Beteiligungsquote größer gleich 10% ist. Wenn die empfangende Person eine natürliche Person ist, keine juristische, sondern eine natürliche Person, dann wird das Teileinkünfteverfahren angewendet, wenn die empfangende Person diese Beteiligung in einem Betriebsvermögen hält. Hält die empfangende Person die Beteiligung in ihrem Privatvermögen, dann wird nicht über das Teileinkünfteverfahren hier gerechnet, sondern über die Abgeltungssteuer. Das heißt, Abgeltungssteuer, Teileinkünfteverfahren und Dividendenprivileg sind die drei Besteuerungsverfahren, die ihr im Blick haben müsst, wenn jemand an einer Kapitalgesellschaft beteiligt ist. Abgeltungssteuer, Teileinkünfteverfahren und Dividendenprivileg. So sieht's aus. Insofern ist es aber falsch, Nathalie, was du sagst. Ne? Das Teileinkünfteverfahren gilt, wenn eine natürliche Person etwas in ihrem Betriebsvermögen hält. Deshalb ist das Wort privat falsch. Du meinst wahrscheinlich natürlich, aber dann wäre es nur ein Teil der Wahrheit. Ne? So, gut. Das also dazu zum Dividendenprivileg. Dann zur verdeckten Gewinnausschüttung. Klausurrelevantes Thema Nummer 5, so würde ich das hier betiteln. § 8 Absatz 3 Satz 2 KStG
Und ganz wichtig, Richtlinie 8.5, KSTR. Es sind vier Voraussetzungen, die hier wichtig sind für die verdeckte Gewinnausschüttung. Vier Voraussetzungen. Hat jemand da mal ein Beispiel, was eine verdeckte Gewinnausschüttung sein könnte? So, genau, wenn ich die Beteiligung in meiner GbR halte. Genau. Und das mache ich dadurch, die IHK sagt es nämlich selten explizit, ganz wichtig hier zu Nathalies Einwand, der richtig ist, wann tue ich denn so? Also wann halte ich denn die Beteiligung in meiner GbR? Antwort, wenn ich sie bilanziere. Wenn ich die Beteiligung bilanziere, habe ich implizit und automatisch ausgedrückt gegenüber der Finanzverwaltung, ja, hier, ich halte das in einem Betriebsvermögen, statt es im Privatvermögen zu halten. Das heißt, es wird nicht explizit gesagt, sondern äußerst implizit. Das müsst ihr also wirklich äußerst von hinten durch die Blume, von hinten durch die Brust ins Auge checken. So, ihr seht schon, es ist Schluss mit lustig. Es ist Schluss mit lustig. Gut. Also Richtlinie 8.5 Absatz 1 Satz 1. Eine VGA ist eine Vermögensminderung oder verhinderte Vermögensmehrung, erstens, die durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, zweitens, sich auf die Höhe des Gewinns auswirkt und drittens, nicht auf dem normalen, gewöhnlichen Gewinnverteilungsbeschluss beruht. Das ist also eine verdeckte Gewinnausschüttung, wenn wir hier zu hohes Gehalt abrechnen. Ein Gesellschafter, Geschäftsführer, ne, der normalerweise 10.000 Euro verdient, branchenfremd oder branchenmäßig wird er 10.000 normalerweise ausgereicht, und der aber 18.000 Euro abrechnet, dann wird die verdeckte Gewinnausschüttung umgewidmet in eine offene Gewinnausschüttung. Das ist Sinn und Zweck. Sie wird umgewidmet in eine offene Gewinnausschüttung. Diese 8.000 Euro, die verdeckte Gewinnausschüttung sind, werden umgewidmet, und dann ist ja alles so, wie es normalerweise wäre, hätten wir das Ganze offen und ehrlich abgerechnet. Das Unehrliche daran ist, diese 8.000 Euro als Betriebsausgabe hier abzuziehen. Und 8.000 mal 15% sind ja dann auch schon wieder 1.200 Euro. 1.200 Euro, die wir an Steuern hinterziehen, jedenfalls an Körperschaftsteuer, plus ein bisschen Solidaritätszuschlag, und 1.200 Euro, das ist der steuerliche Betrug daran, das ist die steuerliche Hinterziehung. Das heißt, eine VGA ist dann auch natürlich eine Hinterziehung von Körperschaftsteuer. Sechstens, und weniger relevant als die verdeckte Gewinnausschüttung, ist die verdeckte Einlage. Aber wenn die verdeckte Einlage drankommt, Richtlinie 8.9 Absatz 1 Satz 1 KSTR, dann handelt es sich auch um vier Voraussetzungen, andere vier als diese vier bei der VGA. Und eine dieser vier Voraussetzungen ist die Falle, ist eine echte Falle. Wer hat mal ein Beispiel für eine verdeckte Einlage? Wer hat da mal ein Beispiel für eine verdeckte Einlage? Grundstückseinlage. Aha. Der verzichtet auf eine Forderung durch einen Gesellschafter, die der Gesellschafter gegenüber der Unternehmung hat, und der Gesellschafter möge auf die Forderung verzichten. Verzicht auf die Rückzahlung eines Darlehens. So, und jetzt konstruiere ich mal ein zu diskutierendes Beispiel. Verzicht auf die Miete. So, und das ist wahrscheinlich falsch. Ich kann es nicht beweisen, Molit, aber ich glaube, dass du falsch liegst. Genau, richtig, wie die Kirsten sagt. Also, was die Kirsten und ich sagen wollen, ist, eine dieser vier Positionen ist die Einlagefähigkeit. Dass ein Wirtschaftsgut einlagefähig sein muss. Also eine verdeckte Einlage ist nur dann, oder ist eine einlagefähige Sache. Nur wenn
die Aktivseite erhöht oder die Passivseite gesenkt wird. Und zwar entweder oder. Ne? Nur wenn entweder die Aktivseite erhöht wird oder die Passivseite gesenkt wird und noch drei weitere Voraussetzungen gelten, liegt eine verdeckte Einlage vor. Und das ist nicht der Fall bei einem zu günstigen Darlehen beispielsweise, dass der Gesellschafter der Gesellschaft ausreicht. Das ist keine verdeckte Einlage. Ne? Und genauso hier der Verzicht auf Miete bzw. eine zu günstige Miete. Denn ein bloßer Nutzungsvorteil ist eben nichts Einlagefähiges. Es muss im Gesellschafterbeschluss darauf verzichtet worden sein. Oder? Nein. Muss der eine Gesellschafter, ne? Ein Gesellschafter macht das dann so. Wobei, ja. Also die vier Voraussetzungen inhalten unter anderem eben die Sache, die Tatsache, dass hier etwas Einlagefähiges passiert. Und das ist nämlich die große Falle, dass man hier, die man unbedingt beachten muss, weil an dieser Stelle die IHK gern die Falle ausreicht, dass man etwas, dass man nur einen Nutzungsvorteil hat und nichts Einlagefähiges. Das ist das Thema 6. Und dann kommt man auf das zu versteuernde Einkommen, das damit 15% zu multiplizieren ist und man dann auf die Körperschaftssteuer kommt und der Solidaritätszuschlag dann auch nochmal da drauf kommt. So, 0,05 mal Körperschaftssteuer. Das heißt 0,055 mal 0,15 mal dem zu versteuernden Einkommen. Ergo, und jetzt kommt eine wichtige Zahl, 0,055 mal 0,15, also 0,00825 mal dem zu versteuernden Einkommen. 0,825% mal dem zu versteuernden Einkommen. Heißt aber, dass an Gesamtbelastung Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag insgesamt 15,825% hier entstehen. Ne, also 15,825%, das Ganze ist hier immer ein bisschen schlüpfrig, entstehen an Gesamtsteuerbelastung. So, alles klar. Supi, das war mir wichtig, das wollte ich erzählen heute. Das sind die außerbilanziellen Korrekturen. Innerbilanzielle Korrekturen haben wir nicht gemacht, wären zum Beispiel aber nicht nur. Ne, ich habe hier ja quasi die wichtigsten aufgeschrieben, auch nicht alle aufgeschrieben, aber so die wichtigsten aufgeschrieben von dem, was in Klausuren dran kam. Aber tatsächlich, ne, das ist längst nicht alles. Drohverlustrückstellung, handelsrechtlich Passivierungspflicht, steuerrechtlich Passivierungsverbot. Wo steht drin, dass handelsrechtlich die Dinger passiviert werden müssen? Kleiner Tipp 249. Wo steht drin, dass Drohverlustrückstellung, also Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, passiviert werden müssen? Jo. Nein. Also Kirsten ist ganz nah dran, aber nicht bei der 1 plus, nur bei der 1 minus. Und Nathalie aber nicht, nee. Wobei da ja auch die Frage ist, bei Absatz 1 Nummer 4 des 252, meinst du das Imparitätsprinzip, meinst du das Realisationsprinzip, das heißt erster Halbsatz oder zweiter Halbsatz? Ganz genau. 249 Absatz 1 Satz 1, zweite Alternative HGB. Ist das, wo die Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften stehen. Erstens bitte checken, ob ein Geschäft noch schwebt, nämlich beidseitig noch unerfüllt ist. Weder der eine hat geliefert, noch hat der andere bezahlt. Zweitens checken, ob aus diesem schwebenden Geschäft ein Verlust droht. Dann die Verbrauchsfolgeverfahren. Handelsrechtlich LIFO und FIFO. Handelsrechtlich international übrigens nur FIFO. Und steuerrechtlich nur LIFO. Das heißt, möglicherweise muss man umrechnen hier von schon gerechnetem FIFO auf dann noch zu rechnendes LIFO, wenn man hier die Verbrauchsfolgeverfahren sich anschaut. Geschäft oder Firmenwert,
Da ist es so, dass steuerrechtlich 15 Jahre sind und handelsrechtlich wie viele Jahre? Wie ist das? Handelsrechtlich wie viel? Und das habe ich in dem roten Faden auch geschrieben, der Werbeeinblendung war für heute, den ich bei Facebook rausgebracht hatte. Ne? Und zwar, genau, richtig. Nicht immer 10. Haha. Sabrina und Doreen, ihr habt den roten Faden nicht gelesen, den ich bei Facebook extra für euch aufgeschrieben hatte. Ne? Es ist nämlich nicht immer 10. 253 Absatz 3 Satz 4 HGB ist ja nur dann statt 253 Absatz 3 Satz 1 und Satz 2, wenn die Nutzungsdauer nicht bekannt ist. Ich verzeihe, Loco. Ich verzeihe. Fraglich ist, ob die IHK es dir verzeiht. Gut. Also, genau. Ne, Geschäfts- oder Firmenwert. Ich will so ein bisschen darauf hinaus, man muss eben sehr, sehr genau sich ausdrücken. Man muss da sehr, sehr genau sich ausdrücken. Und wenn ich auch noch meinen Senf dazugeben darf zur letzten Klausur hier im September, hat die jemand mitgeschrieben? Hat die Klausur jemand mitgeschrieben? Die ist doch, war die im September? Die ist doch sehr schlecht ausgefallen, ne? War das so? Man liest ja so einiges bei Facebook. Und ja, jetzt kann man natürlich darüber sich wochenlang auslassen, dass das sehr schlecht ausgefallen ist und man kann Petitionen schreiben und Briefe schreiben und so weiter und so weiter. Und man kann insbesondere bei Facebook sich ausheulen und viele anderen werden dann sagen, ja, ist doch alles schlimm und so weiter und so weiter. Hilft das was? Nein. Es kommt immer wieder vor. Es kommt alle 3 Jahre vor, dass die IHK so einen richtigen Klopper raushaut. Ja. Ne? So einen richtigen Klopper raushaut. Und das wird sie auch wieder tun. Und das ist so. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist auch Zeichen einer guten Prüfung. Je härter die Prüfung, umso besser ist sie. Umso besser ist das Ansehen derjenigen, die dann bestanden haben. Ne, also insofern, es hilft nur mehr Lernen. Es hilft nur besseres Lernen für nächstes Mal und mehr Lernen für nächstes Mal, um sowas dann eben auszubaldowern. Es kann jetzt sein, dass die nächste Prüfung dann wieder leichter wird, aber der Klausurensteller hat das ja selten im Blick, was der Prüfling als leicht und als schwer empfindet. Es kann also durchaus sein, dass das gar nicht als schwer Klausur gemeint war. Es kann auch sein, dass die nächste Klausur dann wieder auch schwer wird. Also das zu beurteilen ist sehr schwer für den Prüfer, was eine schwere Klausur und was eine leichte Klausur ist. Ne? Ich will nur darauf hinaus, Zeit des Trauerns ist vorbei. Ne? Zeit des Trauerns ist vorbei, das kann man dann 2 Wochen machen, das ist auch okay, aber jetzt geht es wieder weiter. Jetzt geht es wieder weiter und die nächste Klausur im März kommt und man muss halt einiges dann drauf haben. So. Sehr schön. Was das bedeutet, Molit? 85% ist dieses Thema, also dieses Thema hier, was ich dort aufgeschrieben habe. Und 15%, die fehlenden 15%, körperschaftssteuerliches Einlagekonto. Das ist auch ein Thema, was wichtig ist. Ich halte dir die Daumen, Kirsten. Schreib mir doch bitte mal bei Facebook oder so oder per Mail, wie es war und wie du dich geschlagen hast hier. Ne? Cool. Habt ihr noch Fragen zu dem, was wir heute gemacht haben? Ich habe auch schon mir ein Thema ausgedacht für nächste Woche. Ich habe es aber vergessen. Oder? Ja, egal. Ne, das nächste Gratis-Webinar folgt. Ich bin dazu übergegangen, außerdem meine Webinare alle im Kalender rauszubringen. Also www.daniellombeer.de/Kalender. Dort seht ihr die Gratis-Webinare der letzten Mittwoche und der nächsten Mittwoche. Einfach mal in den Plural gesetzt, das Wort. Und auch die Nicht-Gratis-Webinare, die natürlich dafür länger sind, weil sie was kosten. So, genau. Da seht ihr das. Außerdem in meinem YouTube-Kanal natürlich die neuesten Videos und so weiter und so weiter. Sehr schön. Ich würde sagen, mache ich mir dabei. Ich habe lange nicht Podcasts gemacht, ne? Lange nicht. Und interessanterweise sind die Klickzahlen trotzdem konstant geblieben. Also ja, ich werde wieder Podcast machen. Ja, genau.
Es gibt Leute, ich glaube, die Tanja oder so, die hören das beim Autofahren, ne? Auf dem Weg zur Arbeit hören die meine Podcasts. Sehr gut, sehr gut. Ich werde einen machen. Na, Ruskom Jesekir. Ein Podcast auf Russisch. Mit ganz vielen Fehlern. Also nicht fachlichen Fehlern, sondern sprachlichen Fehlern, wenn ich das Ganze auf Russisch erzähle. Das wäre ein Spaß hier. So, prima. Genau, das waren also diese Sachen. Wie gesagt, Klausurenskript erscheint die nächsten 2, 3 Tage, bringe ich dann auch nochmal raus bei Facebook und so weiter. Und genau, wer Bock hat, 19 Uhr geht es weiter. Bilanzbuchhalter international, beziehungsweise Randthema für Bilanzbuchhalter national, die Konzernrechnungslegung. Alles klar. YouTube und Podcast zum Einschlafen. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder. Ne, wann auch immer, in welchem Webinar auch immer. Ach so, genau. Nochmal die Werbeeinblendung. Ich habe es am Anfang, hatte ich es gesagt. Für die Abonnenten gibt es demnächst auch jede Woche was. Und zwar Fragestunde, Sprechstunde. Wer Fragen hat, darf alle seine Fragen loswerden. Einmal die Woche im Abonnement. So. Wie ärgere ich die Leute am meisten? Prima. In diesem Sinne. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis gleich, genau.